wir haben heute unsere Veranstaltung, den Ötztaler Bergmeister. Das ist ein Einzelzeitfahren von Lengenfeld nach Wienerbach. Das sind 6,8 Kilometer mit 520 Höhenmetern. Wir haben versucht, Sportklasse, Hobbyklasse so weit aufzustellen, dass wir ein breites Teilnehmerfeld haben. Das beginnt mit U13, U15 hinauf bis zu den Lizenzfahrern. Wir versuchen auch mit den U13 und U15 Fahrern Rennen aufzubauen, dass wir mehr Teilnehmer kriegen. Die haben einen separaten Start in Gries oben. Die Strecke ist da für die Kinder 1,8 Kilometer und 120 Höhenmeter. Und wir versuchen wirklich daran, dass wir die Kinder ein bisschen mehr zu animieren. Und da sind wir heuer wieder dabei, das durchzuführen. Der Ötztaler Bergmeister ist aus einer Idee heraus entstanden mit dem Rupert Scheiber vom UAC Ötztal, mit meiner Wenigkeit und dem Obmann von Fortuna Lengenfeld mit dem Dietmar Fleischmann. Der erste Modus war ein Massenstart von Hurben bis nach Wienerbach, nach Gries. Und dann haben wir uns vor 2 Jahren entschieden, Einzelstart zu machen, ein Einzelzeitfahren zu machen. Und der Modus kommt bei allen Leuten super und gewaltig an. Und da werden wir auch dranbleiben. Und dass man auch den Radsport in Ötztalerinnen ein bisschen neben den Ötztaler auch versucht, für alle anderen Fahrer in kurzen Strecken oder für tageskleinere Rennen sich zu profilieren und der Veranstaltung macht und sich gegenseitig einander sich messen kann. Für mich, Radsport, für mich die Faszination ist, ich kenne das ein bisschen mehr, wenn ich gerade kurz sagen darf, durch die Betreuung von Resera und Austria von Grüner Patrick, was der menschliche Körper imstande ist, das alles auszuhalten. Ob das Langdistanzen sind oder wie bei uns da in Kurzdistanzen, dass man 6,8 Kilometer und 520 Höhenmeter unter 20 Minuten fahren kann, das ist ja, für viele Leute unvorstellbar. Es ist machbar durch Training, durch fleißiges Training, durch einen Willen alles. Und natürlich auch, wir reden da nicht nur von Spitzenzeiten, sondern alle, die da mitmachen und ihre eigene Bestleistung oder die Zeiten wieder von einem Jahr aufs andere Jahr verbessern. Es ist sensationell. Und wenn man da sieht, mit was für einem Eifer man da dabei ist, dann tut man auch gern organisieren und nimmt man das alles in Kauf und das ist eine tolle Sache.